So, Freunde, mein Programm heißt Kenick. Ja, das ist vom Setting her so ein bisschen wie die Arme von dem Kollegen hier aus der ersten Reihe. Nämlich relativ dünn und Spaß, Bruder. Du kriegst einen Korn, mein Sohn. Fürs Protokoll, er hat mit beiden Armen danach gegriffen. Ne, mein Programm heißt Kenick. Das ist vom Setting her relativ dünn so. Im Wesentlichen werde ich mich einfach 90 Minuten lang vorstellen. Und am Ende könnt ihr alle nach Hause gehen und sagen so, Felix Lobrecht, Kenick. Das ist so der einzige Selbstanspruch, den das Programm hat. So, am Anfang hatte ich noch voll viele Ideen und Pläne, aber so die Umsetzung ist so völlig so, so versandet. Kennt ihr das, wenn so Sachen so versanden, so. Also wenn so Sachen versanden, das ist noch viel schlimmer, als es gar nicht erst zu probieren. Ja, es ist so richtig so. Kennt ihr es, wenn so Sex versandet? Wenn so zwei Leute so unbeholfen miteinander schlafen wollen, so und dann so nach 3 Minuten sowas wie, lass mal nicht machen. Lass mal nicht mal mehr Freunde bleiben. Bitte lassen Sie mich und meine Familie künftig in Ruhe. Klassisch versandet. Und sowas bei dem Programm halt auch. Ich hatte am Anfang voll viele Ideen und Pläne und die sind alle so. Das ist ein bisschen so der klassische Polenflaggeneffekt. Ich weiß nicht, wissen, was der Polenflaggeneffekt ist? Als ob. Den hab ich mir selber ausgedacht. Nee, der Polenflaggeneffekt ist, kennt ihr das, wenn man manchmal aus irgendeinem Grund, aus so einer komischen Laune heraus, so einen krassen Motivationsboost kriegt und irgendwie Bock hat, so ein riesiges Projekt anzufangen, ja, wo man so alleine zu Hause sitzt und mit leeren Augen so zu sich sagt, so, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Ja, dann fängt man irgend so ein viel zu großes Projekt an, auf der Hälfte merkt man so, ich mach das doch nicht. Was ist denn mit mir los, ja? Klassischer Polenflaggeneffekt. Der ist Polenflaggeneffekt, weil ich hatte neulich so einen komischen Anfall beispielsweise, da wollte ich mein weißes Zimmer rot streichen. Und da dachte ich mir auch so, Ich streich das jetzt. Also völlig übermotiviert im Baumarkt gerannt, hat da eimerweise rote Farbe geholt. Ja. Hab so angefangen zu streichen von oben nach unten. So, und auf der Hälfte bin ich wie so zu mir gekommen. Ich dachte mir so, was mach ich denn hier? So den Pinsel erstmal in eine Ecke geworfen, bin in eine Spielothek zum Runterkommen. Ja. Klassischer Polenflaggeneffekt. Long story short, jetzt habe ich eine riesige Polenflagge an der Wand.